Liebe Pilgerinnen und Pilger, stellen wir uns jetzt vor, wir seien in Lourdes angekommen, tatsächlich körperlich. Leider ist das heuer so nicht möglich, aber geistlich sind wir schon ganz da in Lourdes, diesem Gnadenort. Ja, wir brauchen alle einmal Tapetenwechsel. Ein berühmter Mensch in unserer deutschen Gesellschaft hat es einmal im Hinblick auf das Wallfahren so ausgedrückt: Ich muss da mal weg. Die nächsten Tage sind wir weg, wenn wir auch körperlich stabil bleiben. Wir sind in Lourdes, einem Ort, wo sich Himmel und Erde berühren, wo wir den Himmel schon einen Spalt weit offen sehen. Solche Orte tun gut. Heiterer Himmel, wenn manchmal Nebelschwaden und dicke Wolken die Sicht versperren. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt einen gesegneten Abschluss und dass wir uns in den nächsten Tagen mit Mut und Kraft in Lourdes auf den Weg machen. Wir beten gemeinsam. Sei unser Heil, o Herr, derweil wir wachen, und behüte uns, wenn wir schlafen, auf dass wir wachen mit Christus und ruhen in seinem Frieden. Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden, denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Nun geben wir diesen ersten Wallfahrtstag in Gottes gute Hände zurück und bitten ihn um seinen Segen. Der Herr sei mit euch. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr wende euch auch in dieser Nacht sein Antlitz zu und schenke euch Frieden und Ruhe. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.